sehr geehrte Damen und Herren von der Presse und auch unsere Gäste, Mitglieder des Kreisvorstandes und des Landesvorstandes zu unserer Pressekonferenz ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Jörg-Peter Weyer. Ich kandidiere für die Stadtverordnetenversammlung auf Listenplatz 1 und ich möchte Ihnen jetzt die weiteren Teilnehmer des Podiums vorstellen. Das ist zu meiner Linken Knut Bentsch, hessischer Landesschatzmeister. Ganz außen Volker Berghaut, der ist erster Kreisvorsitzender der Piratenpartei hier und kandidiert auf Listenplatz 3 für die Stadtverordnetenversammlung. Zu meiner Rechten unser Oberbürgermeisterkandidat Olaf Petersen. Er ist gleichzeitig auch Listenkandidat auf Platz 2. Ganz rechts außen, was keine politische Aussage sein soll, Michael Gerland, er kandidiert auf der Landesliste. Und hat für den Landesverband und auch für den Kreisverband Kassel die Plakate designt. Ja, das zur Vorstellungsrunde. Wir haben uns das so gedacht, dass jeder von uns ein kurzes Statement abgeben wird zu verschiedenen Schwerpunkten und dass Sie im Anschluss an jedes Statement kurz Gelegenheit haben, Zurückfragen, Verständnisfragen, je nachdem. Ja, dann möchte ich den Aufschlag sozusagen machen und ja, über die Ideen und Grundideen unseres Wahlprogramms Ihnen vorstellen. Wir haben bei den Infoständen die Erfahrung gemacht und auch in zahlreichen Gesprächen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt doch sehr enttäuscht sind, dass die Politiker nicht ihre Interessen vertreten und dass sie auch wenig Möglichkeiten der Einflussnahme auf politische Entscheidungen haben. Und das hat auch so den Hintergrund geprägt, weswegen wir gesagt haben bei unserem Wahlprogramm, uns ist wichtig, dass die Bürgerinnen der Stadt Verantwortung übernehmen sollen, aber dass wir auch die Anliegen der Menschen dieser Stadt ernst nehmen wollen. Und das spiegelt sich dann im Programm an vier Großthemen wieder, die wir überschrieben haben mit Denken, mit Reden, mit Entscheiden. Da geht es sehr stark um Formen und Möglichkeiten von Bürgerbeteiligung, was Bürgerhaushalt angeht, was die Stärkung der Ortsbeiräte angeht, was auch Rederecht von Bürgern bei Ortsbeiratssitzungen angeht. Der zweite Schwerpunkt ist soziale Verantwortung, den wir unterteilt haben in Junges Kassel. Da geht es besonders um die Verbesserung der Situation in Kindergärten. Kultur ist ein wesentlicher Schwerpunkt. Da haben wir verschiedene Ideen. Verkehr und dann natürlich auch der Bereich Soziales. Was soziale Sicherung, Sozialpass und ähnliche Fragen angeht. Der dritte Schwerpunkt ist transparente Politik. Viele Bürger finden, dass Politik viel zu weit weg ist von ihnen und auch teilweise in Hinterzimmern geschieht. Und wir wollen uns gerade verstärkt dafür einsetzen, dass das, was in dieser Stadt passiert und was die Stadtverordnetenversammlung oder auch Ausschüsse der Magistrat beschließt, dass das transparent gemacht wird. Dass den Leuten politische Entscheidungen auch erklärt werden. Warum tun wir das und welche Vor- und Nachteile haben diese Entscheidungen? Dann treten wir ein dafür, dass private Daten
geschützt werden. Aber das gehört ja ohnehin zu den Grundthemen der Beratung schon lange. Und ein Förderschwerpunkt ist gemeinsam Zukunft gestalten. Da haben wir ein paar Ideen, was die Bahn in die Aue und zur Messe angeht, zur Zukunft der öffentlichen Bäder. Salzmann ist ein weiteres Thema. Und ja, ein weiterer Schwerpunkt in dem Bereich ist, Grünflächen sind Mehrwert. Da geht es um Fragen wie das Lange Feld, die Dönche, aber auch im Landkreis Beverbeck-Kassel-Calden. Der dritte Unterpunkt ist dann Regionalreform und der Reinhardswald. Ja, das wäre zu den groben Gliederungen unseres Programms. Das Programm ist relativ kurz, handlich. Wir haben gesagt, wir wollen, da wir bisher ja noch nicht in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind, wir wollen nicht zu allem und jedem schon im Vorfeld etwas sagen, weil zu vielen Punkten haben wir noch keine feste Meinung. Zum anderen legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Bürger uns erstmal sagen, was sie wollen. Und ja, das dazu. Dann kann ich noch sagen, unsere Listen, wofür wir ja, da wir zum ersten Mal angetreten sind, für die Stadtverordnetenversammlung, für den Kreistag, für unseren Oberbürgermeisterkandidat und auch für die vier Ortsbeiräte, wo wir Kandidaten aufgestellt haben. Diese Listenvorschläge haben genug Unterstützungsunterschriften gefunden und sind damit durch die Stadt, ja, der Beschluss steht zwar noch nächste Woche aus, aber wir haben genügend Unterschriften gesammelt, sodass eigentlich einer Zulassung nichts entgegensteht. Können Sie kurz sagen, welche Ortsbeiräte sind? Das sind die Ortsbeiräte in Harleshausen, in Wilhelmshöhe, in der Nordstadt, also Nordholland heißt das offiziell, und der Vordere Westen. Ja, das wäre das, was ich sagen wollte. Wenn jetzt von Ihnen Fragen sind, könnten wir die gleich beantworten oder dann würde ich das Wort an unseren OB-Kandidaten weitergeben. Ich hätte noch was gefragt. Ja. Wenn Sie, geht ja zum Programm, also nur, dass ich jetzt an der richtigen Stelle frage, die Veranstaltung unterbrechen. Weil Sie gerade den, die stärkeren Mitbeteiligungsrechte ansprachen und ein Beispiel, als ein Beispiel den Bürgerhaushalt nannten, das hat ja der amtierende Oberbürgermeister auch vor 5 Jahren oder 6 Jahren gesagt, dass er das vorhat. Ja. Und er hat auch, es hat auch Veranstaltungen gegeben zum Bürgerhaushalt. Geklappt hat es aber nicht. Geklappt hat es nicht. Ja. Es gibt ja, was Bürgerhaushalt angeht, gibt es ja in vielen Städten in Deutschland und nicht nur in Deutschland, weltweit gibt es ja verschiedene Beispiele. Mhm. Und wir stellen uns vor oder können uns vorstellen, dass ähnlich zum Beispiel wie in einem Stadtbezirk von Berlin, in Lichtenfelde ist das, glaube ich, wie dort dieses Modell angegangen worden ist, das in ähnlicher Art und Weise zu versuchen, auf die Stadt zu übertragen. Also nach meiner Meinung nach ist das Projekt hier in Kassel daran gescheitert, dass halt die Vorbereitungen zu kurzfristig waren und die Art und Weise, wie das versucht worden ist anzugehen, recht unglücklich war. Und ich denke, da muss allein schon bei der Vorbereitung, die Grünen hatten kurz im Nachgang zu diesen 4 Veranstaltungen ja selbst zu einer Bürgerhaushaltsdiskussion ins Rathaus eingeladen und da war auch ein Vertreter aus Berlin da, der darüber berichtet hat. Und ja, unserer Meinung nach wäre das ein guter Ansatz, das zu probieren.
Aber Bürgerbeteiligung beschränkt sich ja bei uns nicht nur auf den Bürgerhaushalt, sondern generell. Also wir wollen, dass zum Beispiel Bürgerentscheide, dass die Hürden dafür herabgesetzt werden und dass die Entscheidungsgremien in der Stadt, dass da nicht immer wieder durch irgendwelche Geschichten vor dem Verwaltungsgericht stoppen, sondern wenn sich an Punkten der Bürger äußert, und zwar, naja, es muss ja nicht immer nur negativ sein, wollen wir das dann halt schon letztendlich, das ist halt das tragende Thema, wir wollen eigentlich schon die Bürgerbeteiligung weit im Vorfeld. Also nicht erst, wenn die Entscheidung ansteht, sondern wenn die Planungen beginnen. Wenn zum Beispiel angefangen wird zu überlegen, bauen wir da in Calden einen Flughafen, dann nicht die Bürger erst ganz zum Schluss zu fragen, wenn es dann gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern die Bürger, nicht die Gremien, die Bürger schon im Vorfeld einfach zu fragen, hier, was ist eure Meinung dazu? Und das ist... Aber beim Bürgerhaushalt habe ich jetzt deshalb gefragt, weil Bürgerbeteiligung hört sich immer gut an, finde ich. Und mein Eindruck ist, wenn die Leute also direkt betroffen sind, dann interessieren sie sich auch. Und ein Haushalt, stelle ich so in der täglichen Arbeit fest, ist ein sehr sperriges Thema und da lockt man keinen hinterm Ofen vor. Ein Haushalt zu debattieren ist nicht wirklich sexy, um es mal so auszudrücken. Nein, sexy und, ist es und, nicht. Und deswegen habe ich den Eindruck, es klingt gut, aber es interessiert eigentlich keinen. Und es ist überhaupt nicht greifbar. Und im Endeffekt kann man den Leuten auch nicht klar machen, was macht das für einen Unterschied, ob Kassel ein Defizit, ob die Stadt ein Defizit von 50 oder 70 Millionen macht, sozusagen. Ja. Also Haushalt zu diskutieren ist zugegebenermaßen nicht sehr sexy, aber wir stellen uns das auch ein Stück weit anders vor. Wir stellen uns, oder sagen wir andersrum, ich glaube, was vielleicht auch der Fehler bei dem ersten Versuch war, wenn man den Bürgern natürlich sagt, hier in diesem Bereich haben wir zum Beispiel 20 Millionen, ist der Haushaltsansatz in diesem Bereich. Und wenn man dem Bürger dann auf dieser Veranstaltung erzählt, von diesen 20 Millionen sind 19,9 Millionen festgelegt, da könnt ihr gar nichts mitzugestalten, da könnt ihr gar nicht mitreden, aber über die restlichen 2000 Euro, da könnt ihr Vorschläge machen, wie wir die verwenden. Das ist natürlich dann auch ein Nicht-Ernst-Nehmen von Menschen und die sagen dann natürlich, ja, liebe Leute, dann braucht ihr uns auch gar nicht zu fragen. In Porto Alegre ist es zum Beispiel so gelaufen, dass die Stadt gesagt hat, hier dieser Stadtteil, wir haben 1 Million, die könnt ihr einsetzen und in dem Stadtteil mussten dann die Menschen entscheiden, ja, wollen wir davon ein Krankenhaus bauen, wollen wir einen Kindergarten machen oder wirklich die grundlegenden Geschichten. Und dann nicht, ob dann der Sportverein 50 Euro mehr oder 50 Euro weniger kriegt. Und ich glaube, wenn die Menschen sich ernst genommen fühlen und merken, dass das echte Partizipation ist, dass sie dann sich wesentlich stärker beteiligen und dann wird auch Politik und auch das Reden über Haushalt auch wieder sexy. Ja. Dann würde ich das Wort an Herrn Petersen weitergeben. Gut, erstmal zur Vorstellung. Mein Name ist Olaf Petersen, ich bin 45 Jahre alt und Vater von 2 Kindern. Zu den Themen, warum ich in die Politik gegangen bin, da können wir vielleicht auf den Bürgerhaushalt jetzt nochmal kommen, ist ganz einfach. Egal wo man hingeht und egal wie man heutzutage fast schon fragt, die Leute sagen ganz einfach, für Politik interessiere ich mich nicht mehr, wir werden nicht immer angelogen. Wir werden nur verschaukelt in dem Sinne. Und ich will beweisen, das ist so eine kleine Vision von mir, dass der Bürger auch an der Politik wieder teilhaben kann, indem man ihn einfach nicht verschaukelt, sondern den Bürger wirklich mitentscheiden lässt. Und dazu gehört zu meiner Vision, ich möchte gerne, Kassel war mal eine wirkliche Kulturstadt gewesen, es war wirklich mal eine Perle gewesen. Und mittlerweile haben wir, wer will jetzt sagen, wo Kultur anfängt, im Staatstheater oder bei der Blechtrommel. Also die Jugend muss
extrem gefördert werden in Kassel. Wenn ich der Jugend keine Perspektive biete, dann wird sie nun mal auf der Straße. Und das ist jetzt eine Bewegung, die machen wir seit Jahrzehnten mit. Und ich denke mal, wir haben schon fast eine Generation verloren. Und wir müssen jetzt auch mal einen Schritt rückwärts machen. Das kann man natürlich nicht in 5 oder 10 Jahren erledigen, aber irgendwann müssen wir mal anfangen. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, die Leute haben kein Vertrauen mehr. Und wenn ich jetzt sage zu jungen Leuten, ich biete euch eine Alternative, dann kommen ja meistens die Kommunalpolitiker mit der Ausrede, ja, das ist Ländersache, das ist Bundessache, aber Kommunalpolitik ist ein Fundament und das trägt auch Politik nach oben. Wenn der Wähler sagt, ich finde das gut, was ihr macht, dann wird das auch irgendwann beim Land und im Bundestag auch ankommen. Weil im Endeffekt entscheidet der Wähler zwar nur alle 5 Jahre meistens, aber wir wollen, also ich möchte, dass er halt immer mitentscheidet. Wenn ich zum Beispiel UB werde, gebe ich sehr viel von meiner Macht ab, weil ich denke mal, es ist keine Chefsache, irgendetwas zu entscheiden, weil der Chef ist der Wähler. Und das heißt für mich, ich bin ein Volksdiener. Also ich diene dem Wohl der Allgemeinheit und ich erhole ein kleines Prozentsatz hier in Kassel. Und Kassel ist in meinen Augen, und das sage ich auch ganz ehrlich, ein bisschen abgewertet. Ein bisschen ist schon ein bisschen wenig gesagt, Kassel ist abgewirtschaftet. Auch im Kulturleben, viele Sachen, wir haben viele junge Leute, wir haben viele Leute von der Universität her, das ist ein gewisser Intellektuell, die werden auch eine gewisse Position mal erreichen, das ist unsere Zukunft. Wenn die Veranstaltungen oder Feste gehen wollen, das Ordnungsamt, die Hürden sind so hochgelegt in Kassel, dass die meisten Veranstalter einen großen Bogen drum machen. Und ich denke, für eine Kulturstadt und einen gedanklichen Austausch gehört sowas einfach dazu. Und das sind halt so meine Themen, die ich außer unserem Wahlprogramm noch gerne sehr in Angriff nehmen würde. Und wir müssen gucken, wie weit wir damit kommen und wie der Bürger das halt annimmt. Und das ist natürlich ein sehr schwerer Part in dem Moment, weil das Vertrauen in die Politik ist nicht gerade sehr groß in Kassel. Und das merkt man auch, wenn man wohin geht, wenn eine Unterstützungsunterschrift oder das. Ja, wir finden toll, dass du das oder jenes tust. Aber wenn du da und da bist, hast du uns irgendwie wieder vergessen, so wie es allgemein immer üblich war. Und das, ich möchte halt gerne das Gegenteil beweisen, dass es auch anders geht, weil Politik heißt ja auch Zukunft für die Menschen und daran sollen die einfach beteiligt sein. Das ist meine kurze Variante dazu. Hat jemand noch Fragen? Woran machen Sie das fest, dass wir als Kulturstadt abgewirtschaftet sind? Ich meine, es ist ganz einfach, also ich habe es ja schon mal erklärt. Gut, wir haben Museum. Wir haben Staatstheater, aber wir haben Kultur fängt beim Bürger an, also ganz klein. Und wenn jetzt zum Beispiel 10 Jugendliche sagen wollen, wir wollen eine Band gründen, wir wollen ein kleines Fest geben und das Ordnungsamt sagt, nein, das ist nicht, dann ist das für mich ein Rückschritt der Kultur. Weil daraus ist, ja, das ist gang und gäbe hier in Kassel. Deswegen machen viele Veranstalter auch sehr große Boden in Kassel, weil die Auflagen einfach so hoch sind. So, dann gebe ich das Wort weiter. Ja, unser Landesschatzmeister ist jetzt. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich im Namen des Landesvorstands der Piratenpartei. Ich bin ersatzweise für unseren Vorsitzenden hier, ich bin der Landesschatzmeister und er hat mir ein bisschen was mitgegeben, was er vorbereitet hat. Ich versuche es entsprechend wiederzugeben. Es ist eine kleine Ansprache, die da heißt, frischer Wind in der Politik. Und für die Anwesenden, die noch nicht so mit der Geschichte der Piratenpartei vertraut ist, versuche ich hier mal eine kurze Zusammenfassung zu geben. Und zwar, der Landesverband Hessen hat sich als dritter Landesverband der Piratenpartei gegründet, und zwar am 16.02.2007. Und er hat dann gleich im Januar 2008 die erste Landtagswahl bestritten. Das waren wirklich eine Handvoll Leute, die da angetreten sind. Und sie haben es immerhin geschafft, 0,3% der Stimmen für sich zu gewinnen. Wie gesagt, jetzt kann man sagen, das ist nicht toll, aber das war damals schon eine gute Sache. Die Frau Ypsilanti, die zwar über alles geredet hat, aber den Leuten nie zugehört hat, hat es halt auch nur ein Jahr gemacht. Dann mussten die Hessen wieder ran und es gab immerhin 0,5% bei der zweiten Hessenwahl, die Hessen bestritten haben. Im gleichen Jahr, 2009,
ging es dann mit der Europawahl weiter, bei der wir schon 0,9% der Stimmen hatten, bundesweit. Das lag daran, weil kontinuierlich Politik gemacht worden ist, auf der Straße, und man hat versucht, den Leuten klarzumachen, wir sind keine Spaßpartei. Das Ganze gipfelte dann in 2009 im September bei der Bundestagswahl. Da konnten wir in Hessen einen Schnitt von 2,1% erreichen. Ich denke mir, das war eine gute Geschichte. Das heißt, wir Hessen haben schon viel Erfahrung mit Wahlen. Mit der Kommunalwahl am 27. März haben wir erstmals die Chance, 40 Piraten in kommunale Gremien zu schicken, in etwa. Gut, 40 hört sich jetzt noch nicht so wirklich viel an, aber es ist zumindest auch ein Meilenstein in unserer Parteigeschichte. Da wir zurzeit nur in Aachen und in Münster jeweils mit einem Piraten Stadtparlament vertreten sind. Und das Ganze ist aber meiner Meinung nach nur der Anfang. Immer mehr Bürger beginnen zu erkennen, dass sie von unseren Politikern nach Strich und Faden betrogen werden. Oder feiner ausgedrückt, nicht ganz so kriminell formuliert, wir werden an der Nase herumgeführt. Das ist der Glaubwürdigkeitsverlust. Manchmal muss man sich wirklich fragen, haben wir denn keine besseren Leute, um das Land zu regieren? Kurzer Schnitt. 800.000 Menschen infizierten sich jedes Jahr in deutschen Kliniken mit resistenten Erregern und 35.000 davon sterben. Zwischen 20 und 30% der Infektionen gelten als vermeidbar. Neben all dem menschlichen Leid geht der volkswirtschaftliche Schaden durch die mangelnde Hygiene in die Milliarden. Und was tut der Gesundheitsminister? Er pumpt 15 Milliarden in den Gesundheitsfonds, wo sich die Krankenkassen dann gegenseitig vorgaukeln, wer denn die besseren chronischen Kranken haben. Einfach nur, ums Geld zu ziehen. Die Verbraucherschutzministerin ist mit dem Futtermittelskandal überfordert und für ein bisschen Hoffnung auf gute Presse macht sie im Prinzip alles. Am besten ist noch der Bundeswirtschaftsminister, der fordert nämlich, Benzin müsse beim Discounter verkauft werden, weil bei Lidl und Aldi ist doch alles schon so günstig. Wenn ich mir das anhöre, das sind die Highlights der letzten Woche. Das bringt mich ganz ehrlich zur anfänglichen Frage zurück. Haben wir wirklich keine besseren Leute für das Regieren und um das Wohl des deutschen Volkes zu mehren? Dreistere Dummschwätzer, also unsere bisherigen Spitzenpolitiker, werden jedenfalls schwer zu finden sein. Aber von denen haben wir auch die Nase voll und wollen auch keine anderen. Wenn heute ein Politiker sagt, ich übernehme die Verantwortung, da ist das im Klartext, meine Taschen sind voll, meine Pension ist gesichert und ich habe einen besseren Job in der Wirtschaft. So. Aber wo sind sie denn, die aufrechten Politiker, für die der Amtseid, ich zitiere, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Wo sind die Leute, für die das noch keine hohle Phrase war, die wirklich Verantwortung für ihr Tun übernehmen wollten? Ich sage Ihnen, es gab diese Politiker damals und es gibt sie auch wieder, und zwar heute bei den Piraten. Und zwar nicht, weil wir einen Berufswunsch haben, wir wollen Politiker werden, sondern weil wir Mut im Bauch haben auf die Politik, die uns vorgesetzt wird. Und zwar Gallenschmerz, weil uns jedes Mal, wenn ich die Nachrichten sehe, die Galle überläuft. Piraten sind anders. Der Großteil der Piraten kommt aus einer Gemeinschaft, die bestens mit dem Internet vertraut ist. Der bewusst ist, dass in der heutigen Zeit einer nicht allein mehr ans Ziel kommt und dass es viele mehr sind als nur die Summe der Einzelpersonen. Von dieser Gemeinschaft wurden faszinierende Dinge erschaffen, wie zum Beispiel Wikipedia oder freie Software. Die kommerzielle Software ist, der steht nichts nach, bis hier sogar teilweise überlegen. Bei all diesen Errungenschaften, die die Gemeinschaft einfach so erschaffen hat, hieß es, so etwas können nur kommerzielle Unternehmen, das wird nie etwas werden. Aber dadurch, dass sie es trotzdem versucht haben, die vielen Leute,
und einen Teil ihrer Zeit aufgewendet haben, haben sie bewiesen, dass es möglich ist. Sowohl, das ist ein Gewinn für alle, sowohl an Erfahrung als auch an geistiger Allmende. Für die, die es nicht wissen, Allmende ist, ist der Ausdruck für Allgemeingut. Das ist geschaffen worden von vielen Leuten, einfach so. Und dieser Geist ist es, der auch die Piraten eint. Für die gemeinsamen Ziele trägt jeder seinen Teil bei. Und wir, weil wir immer mehr werden und beständig daran arbeiten, dass wir diese Ziele auch erreichen. Gerade jetzt bei der Kommunalwahl hat es sich wieder gezeigt, was ein paar engagierte Piraten zu leisten vermögen. In kürzester Zeit wurden die notwendigen Unterschriften gesammelt, um zur Wahl antreten zu können. Und von nicht mal einer Woche hätte jemand, der die Piraten nicht kennt, Stein und Bein geschworen, dass es einige Kreise nicht schaffen werden. Aber wir haben es wieder einmal geschafft, weil alle an einem Stang in die gleiche Richtung gezogen haben. Weil Nachbarkreise ausgeholfen haben und sogar andere Landesverbände die weite Anfahrt nicht gescheut haben. Selbst Baden-Württemberg, die selber für ihre Landtagswahl 12.000 Unterschriften sammeln müssen, haben Hilfe angeboten. Das macht mich irgendwie auch stolz, ein Pirat zu sein. Sofern uns die Wahlausschüsse keinen Strich durch die Rechnung machen, werden wir bei 15 Kreisverbänden in 18 Kreisen und kreisfreien Städten, 3 Bürgermeisterwahlen und noch 100 ungezählten anderen kommunalen Gremien zur Wahl stehen. Und wenn der Wahlkampf nur annähernd so erfolgreich wird wie das Sammeln der Unterschriften, werden wir auch in Fraktionsstärke bei einigen einziehen. Das wird und soll den etablierten Parteien so richtig Angst machen, dass sie noch nicht begreifen wollen, was uns so anders macht. Und weil bei den Piraten nicht persönliche Eitelkeit, sondern die Sache im Vordergrund steht, werden auch nach den Wahlen hinter den einzelnen Piraten, hinter den Kandidaten, Piraten stehen, die den anderen helfen, Themen auszuarbeiten, damit wir sachlich, kompetent und vor allem undogmatische Politik betreiben können, die in der Gesamtheit aller Bürger zugutekommt und nicht nur ein paar wenigen. Wir werden endlich mal wieder was für das Wohl der Gemeinschaft tun. Ich rufe euch, alle Piraten hier, an dieser Stelle auf, dass ihr gemeinsame Werte aller Gesellschaftsgruppen wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung bringt. Gleichzeitig müsst ihr die Anbetung des schnöden Mammons, der sich durch eine Kommerzialisierung fast jeden menschlichen Miteinanders darstellt, wieder mal auf ein erträgliches Maß beschränkt. Wir sind mehr als nur ein frischer Wind in der Politik. Wir sind ein Sturm. Glaubt's. Eine Sache habe ich noch. Ich möchte mich ganz doll im Namen des Landesvorstands bei den Designern für die Plakate danken und unter anderem bei Michamu, wenn ich hier gerade dafür noch einen kleinen Gutschein überreichen kann. Das war jetzt nicht geplant, aber ich weiß nicht, ob Sie noch Fragen haben. Ja, wenn Sie sich so abgrenzen von anderen Parteien oder anderen von den kriminellen Politikern, die Sie es gerade bezeichnet haben, was erreichen kann man ja auch immer nur mit Mehrheiten. Wer käme denn überhaupt für eine Zusammenarbeit in Frage, wenn die herkömmlichen oder etablierten Parteien, ich habe so verstanden, dass man mit denen eigentlich gar nichts machen dürfte, weil dann macht man sich ja der Mittäterschaft schuldig. Also grundsätzlich, ich habe es anders formuliert, aber prinzipiell sollte jeder Pirat, der in ein Gremium gewählt worden ist, grundsätzlich mit allen anderen demokratischen Kräften zusammenarbeiten können. Er sollte sich aber nicht von vornherein für eine gewisse Zeit festlegen und in eine Koalition binden, sondern er soll Sachpolitik machen, und zwar vor Ort wirklich, was ist sinnvoll für die Bevölkerung, und entsprechend abstimmen. Uns ist klar, dass wir nicht
der Mehrheit, also für mich ist es klar, dass wir nicht der Mehrheitsschaffer für die eine oder andere etablierte Partei sein möchten. Wir möchten dazu beitragen, dass in den Parlamenten wieder Demokratie herrscht und keine Diktatur auf Zeiten einer Koalition. Aber Sie haben ja trotzdem Ihre Vorstellungen für bestimmte Themen. Und die das wollen Sie ja versuchen, auch möglichst umzusetzen. Richtig. Und dann müssen, das meine ich ja, dann müssen Sie ja mit jemandem zusammenarbeiten. Ja klar, im Prinzip arbeiten wir mit jedem zusammen, der in dieser Richtung auch unterwegs ist. Selbstverständlich mit der FDP, was Freiheit und Bürgerrecht angeht. Aber auf der anderen Seite, die Frage ist, wie ernst meinen die Leute denn das wirklich? Mit den Grünen, was Energiepolitik und Verbraucherschutz angeht. Die Frage ist nur immer, wie ernsthaft wird das betrieben und wo sind die Hasenfüße, die wir noch auszugraben haben. Gibt es irgendwelche von den etablierten Parteien hier in Kassel, die für eine Zusammenarbeit nicht in Frage kämen? Da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich spreche hier fürs Land und habe einfach nur meinen Senf dazugegeben. Das sind die Leute hier vor Ort. Sie sind nicht an irgendwelche Weisungen vom Landesverband gebunden. Nein, ich wollte es einfach nur sagen, weil bei anderen Parteien ist es manchmal nicht ganz so klar strukturiert. Das sind die Leute vor Ort, die hier leben, die hier klarkommen müssen, uns ein gewisser Gedanke und wir haben auch Vertrauen in die anderen Leute, in andere Menschen. Vielleicht kurz was sagen, also wir haben uns in den letzten, ja, im letzten halben Jahr eigentlich kann man sagen, schon ein bisschen stärker mit der Kommunalpolitik auseinandergesetzt, waren in den Ausschusssitzungen, in den Stabssitzungen im Rathaus drinnen und haben geguckt, was passiert, haben uns halt auch mit dem Herrn Hefner, mit dem Herrn Bellinghaus mal unterhalten, da gab es Treffen und wir haben auch mit der FDP schon zusammen Heringe gegessen, mit Magistratsmitgliedern von denen gesprochen. Es gibt Kontakte zu den Grünen, es gibt Kontakte zu den Linken. Insofern sind wir da relativ breit vernetzt. Es ist uns halt auch ein Anliegen, unsere Themen halt bei den anderen mit unterzubringen. Wir machen das ja nicht. Piraten ist ja aus dem Gedanken Urheberrecht, Wissen teilen, Wissen gemeinsam nutzen. Und wir machen ja Politik, damit sie umgesetzt wird. Und wir verstehen uns auch ein Stück weit als ja, junge Leute, eine frische Kraft, die Vorschläge macht, die neue Ideen entwickelt, die einfach mal neue Wege vorschlägt. Und wenn dann andere Leute sagen, hey, das ist cool, das wollen wir mal ausprobieren, dann machen wir das gerne mit denen mit. Es ist halt schade, dass aus anderen Parteien in dem Bereich wenig kommt. Und deswegen glaube ich, ist es auch unheimlich wichtig, dass die Piraten als frische Kraft dann jetzt die Rathäuser stürmen und die Parlamente ändern. Und das heißt, die Politik, also CDU und SPD, die haben Sie jetzt nicht genannt, da können sich eine Zusammenarbeit nicht so wirklich vorstellen. Also, Piraten gehen ja gerne zur Freiheit statt Angst. Und auf der Freiheit statt Angst wird dann skandiert, SPD und CDU lassen die Grundrechte in Ruhe. Und so ein gewisses Misstrauen gegenüber den großen Parteien haben wir vielleicht schon. Wir haben sehr wohlwollend gesehen, dass die CDU in Kassel vorgeschlagen hat, die Open Source Software stärker im Rathaus einzusetzen. Hat leider den falschen Hintergrund. Die wollten damit den Haushalt ein Stück weit sanieren und hatten noch nicht verstanden, welche Potenziale denn freie Software bringt und dass es halt wirklich viel zukunftsfähiger ist und man gerade mit mehreren Gemeinden da viel besser eigene Lösungen weiterentwickeln kann. Ja, mit der SPD haben wir auch Kontakte, da überlege ich gerade, was ich... Vielleicht kann ich da ergänzen, wir haben zu unserem anschließenden Neujahrsempfang auch alle Fraktionen im Rathaus eingeladen, auch die Einzelabgeordneten. Für uns ist nicht die Frage, mit welcher Partei wir zusammenarbeiten, für uns ist entscheidend das Thema. Und wenn das, das ist mir klar, aber wenn die anderen das gleiche Ziel mit den gleichen Motiven verfolgen wie wir, arbeiten wir wirklich mit jedem zusammen. Okay. Und ansonsten werden wir Themen einbringen. Dabei ist es uns eigentlich auch egal, wenn die Themen die SPD dann übernimmt. Okay, dann sollte von mir aus auch draufschreiben, wir haben das erfunden. Uns geht es darum, die Politik in dieser Stadt zu ändern. Inhaltlich zu ändern, Vorschläge zu machen und die in die Diskussion einzubringen.
mit der Hoffnung, dass sie Mehrheiten finden. Wo die Mehrheiten herkommen, ist uns dann egal. Aber wir schließen jetzt von vornherein nicht aus, dass wir mit bestimmten Menschen oder mit bestimmten Parteien nicht reden. Weil ich, wenn ich das höre, was du eben vorgetragen hast, das klingt alles gleichwertig wie Protestparteien, sage ich mal. Also Bürgerrechte gestärken, dezent antikapitalistisch, möglicherweise auch ökologisch fundiert. Worin unterscheidet sich eigentlich euer Konzept jetzt von dem anderer kleiner Parteien, die ebenfalls mal angetreten sind und beispielsweise auch punktuell eine gewisse Politikerverdrossenheit möglicherweise auch zu bekämpfen? Wir sind durchaus eine Protestpartei, denn die Wahlkämpfer, die für uns Wahlkampf machen, sind, ich sag mal, die Politiker, die es vergeigen. Ich sag mal, nicht umsonst haben wir so viel Zulauf gehabt. Wir sind durchaus eine Protestpartei. Wir sind an einem Punkt, wo wir gerade im Rahmen der Kommunalwahl versuchen werden, ich sag mal, diesen Protest auch in praktische, sinnvolle Politik umzusetzen. Das ist mit Sicherheit ein schwieriges Gebiet jetzt, weil Sachen fordern, wie man es besser machen kann, das ist relativ einfach. Mit dem Finger auf andere Leute und sagen, du machst da was falsch. Wir versuchen innerparteilich auch Ansätze zu finden, wie man die Gesellschaft so verändern kann, dass sie wieder lebenswerter wird. Gucken sich um, Kinder stellen in Deutschland ein Armutsrisiko dar. Muss man mal so sehen. Ja, woran liegt denn das? Ich kann nur sagen, an uns nicht, weil wir wurden erst 2006 gegründet. Also muss es doch schon irgendwelche anderen Strukturen gegeben haben, vorher, die dazu geführt haben. Keiner hat es sehen wollen. Heute gab es auch im Bundestag die Debatte über, ich sag mal, mangelnde Arbeitskräfte und Zuwanderung für Facharbeiter. Ja, Entschuldigung, aber darüber brauche ich mich nicht zu unterhalten. Dann sollte sich eher lieber unterhalten, dass die Leute, die bisher in Deutschland leben, wie bringe ich diese Leute dazu, ich sag mal, sich anständig in die Gemeinschaft einzubringen, mit Jobs oder ähnlichem. Das ist die Frage. Und solange kein Politiker von den etablierten Parteien in der Lage ist, auf die Leute dieses Landes zuzugehen und diese vorhandenen Leute bei der Hand zu nehmen und zu sagen, hier, wir müssen dies und das machen, damit wir alle besser leben. Solange diese Diskussion nicht wirklich in Gang kommt, haben wir ein Problem. Und wir, die Piraten, wir sind Leute, ich war bisher noch nie in einer Partei. Ich bin mit 47 Jahren in eine Partei eingetreten. Ich war immer politisch interessiert, ich hatte irgendwann abgeschaltet und irgendwann hat es mir halt gereicht. Und da habe ich die Piraten gefunden, weil das die einzige Partei war, die wirklich gesagt hat, die einen anderen Denkansatz hatte, was beispielsweise das geistige Eigentum angeht, was der Umgang mit geistigem Eigentum, was geschaffen worden ist mit Staatsmitteln, Schulbücher und ähnliches, dass man die erst von den Lehrern erarbeiten lässt und dann an Schulbuchverlage verkauft, um denen dann die Bücher wieder abzukaufen. Also solche Geschichten, dass das eigentlich ein Unding ist. Dadurch bin ich zu den Piraten gekommen und ich denke mir, wir müssen in dieser Gesellschaft umdenken. Damit meine ich keinen dogmatischen Kommunismus, nichts Dogmatisches, sondern ganz praktische Politik für jeden. Und ganz ehrlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil es ist noch nicht vom Vorstand festgelegt, vom Bundesvorstand, aber das Ziel der Vollbeschäftigung muss nicht unbedingt das Ziel sein. Wir müssen nur alle in dieser Gesellschaft gut miteinander auskommen und ausreichend zum Leben haben. Und das ist das Wichtigste. Wenn die einen mehr haben und die anderen weniger, wenn kein Übermaß vorhanden ist und ein sozialer Ausgleich ebenfalls vorhanden ist, das soll das Ziel sein. Und ich sehe bei keiner anderen bisherigen Partei, die das
dogmatisch versucht anzugehen. Wie sieht es denn aus mit einem, sagen wir mal, großen gesellschaftlichen, visionären Entwurf? Habt ihr sowas wie eine ideologische Basis, auf die ihr euch berufen könnt, vielleicht auch theoretisch irgendwie historisch gesehen, auf die ihr euch beruft, oder wie du es eben angedeutet hast, bezieht ihr euch eher auf bestimmte Themen, zu denen ihr euch eine Meinung bildet und ihr versucht dann auch möglicherweise in eurem Sinne umzusetzen? Bis Anfang 2009, wo die gesamte Piratenpartei noch 1000 Mitglieder in etwa hatte, hätte ich sagen können, okay, ich weiß, was die Leute denken. In 2009 sind sehr viele neue Leute dazugekommen. Wir haben mittlerweile ca. 13.000 Mitglieder. Da kann ich es jetzt nicht mehr so genau für jeden Einzelnen festlegen. Es sind innerparteiliche Selbstfindungsprozesse in Gange, ob das jetzt Liquid Feedback ist als Abstimmungstool oder Mailinglisten, irgendwelche AGs, die sich zusammenfinden. Eigentlich kann man sagen, dass die Piraten so ein bisschen linksliberal ticken und die visionäre Vorstellung ist, ich sag mal, das Star Trek-Universum von Episode 2, dass es sowohl das Ideal der Föderation gibt, als auch die Welt der Ferengis, die in Harmonie irgendwie zusammengefügt werden. Sagst du jetzt nicht, weil ich den Film nicht kenne, aber ich will mehr haben. Nein, das ist einfach auf der einen Seite, dass sich jeder in die Gemeinschaft einbringen kann und soll und gleichzeitig man auch eine Welt hat, in der der Kommerz herrscht. Auch wo, ich sag mal, finanzielle Werte Bedeutung haben. Es muss beides miteinander koexistieren können. Okay, weil die Zeit etwas drängt, um 19 Uhr der Neujahrsempfang vor der Tür steht, würde ich jetzt das Wort an Michael weitergeben, der für die hessischen als auch für die Kassenplakate verantwortlich ist. Er wird ein paar Worte dazu sagen. Ja. Ja, wir haben schon viel über Inhalte geredet. Kind hat so ein bisschen die Brücke geschlagen, dass wir auch anders ticken. Das würde ich eigentlich gerne nochmal kurz aufgreifen, weil das auch so in diesen gestalterischen Prozessen, die Piraten machen, sowohl was jetzt solche handfesten Sachen zum Anfassen sind, aber auch Inhalte, dass die ganz anders ablaufen bei uns, ist so mein Blickwinkel, wie das in anderen Parteien der Fall ist, was damit zusammenhängt, dass wir eine extrem flache Hierarchie haben. Das heißt, es jemand, der einen Bundesvorstand hat, exakt das gleiche Stimmrecht letztendlich wie ich als einfacher Basispirat. Also, und das setzt kreative Energie frei, weil jeder Einzelne gleichgewichtig sich einbringen kann in die Entwicklung. Und das sorgt auch dafür, dass Leute ihre Potenziale entfalten können und für Politik brennen können, die vorher eigentlich gar nicht den Zusammenhang zwischen ihren eigenen Fähigkeiten gesehen haben und zwischen den politischen Geschehen. Und so habe ich mir jetzt als Steckenpferd rausgesucht, dass ich mich sehr stark mit dem Design beschäftige, was natürlich auch eine Reflexion darüber bedeutet, was die Piraten machen und wie wir das bildhaft, aber oft auch was Sprüche angeht, was Texte angeht, wie wir das transportieren können, wie wir da so ein Kondensat rausbekommen quasi und Stimmung greifbar machen. Bei der Entwicklung der Plakatkampagne ist es eigentlich sehr piratentypisch abgelaufen. Am Anfang wurde ein Aufruf gestartet, hey Leute, in einem Dreivierteljahr haben wir Wahlen, wir müssen uns mal Gedanken machen, legt einfach mal los. Wir haben wie immer natürlich sehr massiv das Internet dazu genutzt. Es gibt relativ wenig Treffen, gab es in diesem Umfeld. Es gab eine sogenannte Projektgruppe, da ging es wirklich um handfeste Sachen, wie viele Plakate bestellen wir letztendlich, welche finanziellen Mittel hat der Landesverband und so weiter. Ansonsten geht das meiste übers Netz. Wir nutzen dafür sehr viele neue Techniken, zum Beispiel die sogenannten Pirate Packs, das sind Online-Texteditoren, in denen jeder in einem Textdokument mitschreiben kann, beliebig viele Leute zeitgleich. Das haben wir dazu genutzt, um die Slogans zu entwickeln. Es gab etwa 75 Slogans zu vier Themenbereichen. Daraus haben wir
der Abstimmung die Besten rausgezogen und basierend auf diesen Slogans dann die Plakate entwickelt. Das lief in mehreren Schritten ab. Wir haben erst einen Gesamtlayout gesucht. Da ging es jetzt noch nicht konkret darum, was sind die Motive, sondern wie stellen wir uns ein bisschen unser neues Corporate Design, würden wir jetzt sagen, Neudeutsch vor. Da wurden insgesamt 9 Vorschläge eingereicht. Jeder Pirat durfte dann abstimmen durch ein Wahlsystem, das nennt sich